Herzlich willkommen zum GIMP-Tutorial. In diesem Video erfährst du, wie du die Helligkeit bzw. auch den Kontrast deines Bildes ändern kannst. Ich habe hier ein Bild von Graz geöffnet. Man sieht hier im Hintergrund schön den Grazer Uhrturm und man merkt sofort, dass das Wetter an diesem Tag, an dem das Bild aufgenommen wurde, sehr trüb, sehr regnerisch, bewölkt war und aus diesem Grunde ist das Bild auch sehr blass und hell geworden. Ich finde aber Gott sei Dank unter dem Menü Farben ein Untermenü namens Helligkeit und Kontrast. Und wenn ich das anklicke, öffnet sich ein Fenster mit zwei Reglern, mit denen ich die Helligkeit und den Kontrast nochmals nachbearbeiten kann. Und das Praktische daran ist, ich sehe die Auswirkungen sofort hier am Bild. Also ich kann die Helligkeit beispielsweise hier ganz dunkel machen oder ganz hell. Ich kann aber ebenso gut mit Hilfe des Kontrastes das Bild grauer bzw. farbenfroher machen. So, welche Einstellungen hier optimal sind, das muss man ausprobieren. Hier fällt mal auf, dass das Bild relativ hell ist. Ich versuche es also ein bisschen abzudunkeln. Gehe hier mal, sagen wir, ja, das war zu viel, auf minus 15. Schau mal, wie das aussieht. Jetzt mache ich noch den Kontrast ein wenig höher. Diesmal sage ich plus 15 oder plus 20 sogar, dass die Farben hier wirklich kräftiger werden. Wie sieht es mit plus 30 aus? Ja, das ist fast übertrieben. Gehen wir also wieder zurück auf minus 20. Und wenn ich mir jetzt nicht sicher bin, ob das Bild jetzt besser als zuvor aussieht, dann habe ich hier wunderbar die Möglichkeit, bei Vorschau den Haken zu setzen oder nicht zu setzen. Wenn er nicht gesetzt ist, sehe ich das Bild im Original. Wenn er gesetzt ist, sehe ich das Bild, wie es momentan jetzt gerade bearbeitet ist. Und hier sieht man schon gut, die Qualität ändert sich drastisch. Das zweite Bild mit dem höheren Kontrast und der niedrigeren Helligkeit ist eindeutig besser. Wenn die Einstellungen dann passen, klicke ich auf OK und das Bild ist nun fertig. In diesem Video hast du gelernt, wie du die Helligkeit und den Kontrast deines Bildes ändern kannst.